Moin da draußen. So kurzes Video, weil es hat mich, also vielleicht könnt ihr mir das erklären. Es geht um Frankreich. Und auf dieser EU-Ebene bleiben wir auch dann mal. Doch zuvor habe ich gestern was kommentiert und es gibt echt Menschen da draußen, die glauben sowas. Hier, Peter. Er krempelt Deutschland um. Ja, das ist wohl wahr. Er krempelt Deutschland um. Habeck lässt nicht locker und steuert die Energieversorgung Deutschland aus der atomfossilen Abhängigkeit. Habeck vor Kanzler. Dort habe ich nur geschrieben, geil, der war echt lustig. Der Abend wurde versüßt. Danke. Glauben echt Menschen da dran, dass Habeck Kanzler wird? Oh mein Gott. Ja, dann gibt es wohl doch noch eine Revolution. Und nun, eine Revolution. Was ich nicht verstehe, vielleicht kannst du mir eine erklären, das wäre echt interessant und wichtig. Es geht um Marine Le Pen oder wie auch immer. So, dann erklärt mir mal bitte einer, wie kann das in Frankreich funktionieren? Hier hat eine vorläufiges amtliches Ergebnis vom 8.7.2024, 9.44. So, hier die ganz rechte Gruppe hat 32%. Die anderen 25%, 23%. Das ist die stärkste Kraft, die rechte Gruppe. Ne? Hier unter Le Pen. Kriegt aber weniger Sitze. Was ist das für eine Logik? Kann mir das bitte einer erklären? Schreibt es mit in die Kommentare rein. Da habe ich mehr als alle anderen und kriege nachher trotzdem weniger. Das ist eine Logik, die kapiere ich nicht. Von 100% habe ich am meisten, weil ich 32% habe. Alle anderen haben weniger als ich. Und ich kriege nachher trotzdem weniger Sitze. Hört sich für mich sowas von falsch an. Hier in dieser Grafik sieht das nur mal. Also die sind, die haben halt weniger Sitze. Und warum? Das müsst ihr mir sagen. Nun gut, aber auch die AfD hat sich jetzt um eine neue Partei in der EU bemüht, weil die ja mit Le Pen und sowas nicht mehr zusammenarbeiten. Hat jetzt die AfD neue Partner für die Rechtsfraktion im EU-Parlament gefunden. AfD findet Partner für Rechtsfraktion im EU-Parlament. Lange hat die AfD nach Partnern im neuen EU-Parlament gesucht. Der Anschluss an ein großes Rechtsbündnis blieb ihr verwehrt, nun scheint sie eine Truppe kleiner Parteien um sich geschart zu haben. Die AfD-Delegation im neuen Europaparlament hat nach Angaben aus der Parteispitze die Gründung einer gemeinsamen Fraktion mit anderen Rechtsparteien im Parlament beschlossen. Ein Sprecher von Co-Parteichefin Alice Weidel bestätigte einen entsprechenden Bericht der Welt. Der Fraktion sollen demnach 28 Abgeordnete aus 9 Ländern angehören, 14 davon von der AfD. Mit Maximilian Krah, den die Delegation nach der Europawahl aus ihren Reihen ausgeschlossen hatte, sitzen zwar 15 AfD-Abgeordnete im neuen EU-Parlament. Er soll dem Bericht zufolge der neuen Fraktion aber nicht angehören. Für eine Fraktionsbildung im Europaparlament sind 23 Abgeordnete aus 7 Mitgliedstaaten notwendig. Die AfD schlägt laut Welt den neuen Partnern den Namen Europa Souveräner Nationen, ESN, vor. Fraktionschef soll der thüringische Abgeordnete René Aust werden. Die Gründung der Fraktion solle am Mittwochabend bekannt gegeben werden. Derzeit liefen noch Verhandlungen über die Posten der stellvertretenden Vorsitzenden. Voraussichtliche Partner in dem Rechtsbündnis sind demnach Reconquista aus Frankreich, Confederacja aus Polen, Basrastein aus Bulgarien, Seacabola Fiesta aus Spanien, SPD aus Tschechien, Republika aus der Slowakei, Mihatsank Mozgalom aus Ungarn und die People and Justice Union aus Litauen. Es habe mit allen voraussichtlichen neuen Partnern erfolgreiche Gespräche über eine Zusammenarbeit gegeben, hieß es. Die AfD wird die Fraktion auch weiter für andere Delegationen offen halten, die sich anschließen möchten, sagte Weidels Sprecher. Der Vorsitzende der tschechischen ultrarechten Partei Freiheit und direkte Demokratie, SPD, Tomio Okamura, bestätigte die Pläne zu einer gemeinsamen Fraktionsgründung mit der AfD. Die SPD ist mit nur einem Abgeordneten im neuen EU-Parlament vertreten. Die neue Fraktion dürfte im Parlamentsbetrieb der nächsten Jahre im Schatten der großen Rechtsfraktion namens Patrioten für Europa stehen, in der sich die Schwergewichte der europäischen Rechten bereits zusammengetan hatten. Beteiligt sind hier der rechtsnationale Rassemblement National aus Frankreich, Italiens nationalistische Lega, die FPÖ aus Österreich und Viktor Orbáns Fidesz aus Ungarn. Diese Fraktion wird nach eigenen Angaben mit 84 Abgeordneten aus 12 Ländern die drittstärkste hinter Sozialdemokraten und dem Mitte-Rechtsbündnis EVP sein, zu dem auch CDU und CSU zählen. Die AfD blieb bei diesem Bündnis außen vor, obwohl sie inhaltlich nach eigenen Angaben große Schnittmengen mit den beteiligten Parteien hat. Die konkreten Gründe blieben bisher offen. In der Parteispitze wird die Theorie vertreten, dass etwa die deutsche Regierung Orbán in seiner Rolle als ungarischer Regierungschef davon abhalten könnte, dass es zu einer Zusammenarbeit mit der AfD kommt. Bereits vor der Europawahl wurden Abgeordnete der AfD von der Rechtsaußenfraktion Identität und Demokratie, ID, im Parlament ausgeschlossen.
Das teilte die italienische Partei Lega mit, deren Abgeordneter Marco Zanni der Fraktion vorsitzt. Die ID-Gruppe will nicht länger im Zusammenhang mit den Vorfällen um Maximilian Krah, den Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl, stehen, so die Lega. Grund dafür seien unter anderem verharmlosende Äußerungen Krahs zur SS. Der 47-Jährige steht außerdem wegen der Spionageaffäre um einen Mitarbeiter und wegen seiner Nähe zu Russland und China in der Kritik. Da bin ich jetzt mal gespannt, auch gerade Viktor Orban. Der Mann vom Spiegel meinte ja gerade, dass die Altparteien Viktor Orban daran hindern könnten, dass Viktor mit der AfD zusammenarbeitet. Ich bin gespannt, was da rauskommt, weil auch jetzt, wo Viktor, hier, Orban, ja in Russland war, was ja in unserem Land nicht so positiv aufgestoßen ist, gerade beim Scholz nicht, könnte sich doch noch wieder einiges verändern. Ich glaube mal, wir sollten gespannt sein, was so alles in der Politik so passiert. Stellt euch mal vor, wenn jetzt auf einmal bei Le Pen Viktor Orban mit seiner Partei da irgendwie rausgeht und zu der AfD rüberwechselt. Schauen wir mal, was da so passiert. Leute, das war schon gewesen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen.